Outdoor-Laus. Als Outdoor-Laus kenne ich auch Herrn Borkenkäfer. Meine Frage wäre, warum der so gerne auf Nadelbäumen aktiv ist und nicht auf Laubbäumen. Es ist generell so in der Insektenwelt, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man ganz gut durchs Leben kommt. Entweder man ist Generalist und kann quasi so ziemlich alles fressen, was nach Blatt aussieht. Also jetzt bei Insekten, die irgendwas mit Bäumen zu tun haben. Oder halt von jeder Rinde irgendwie ein bisschen dran knabbern. Das Problem ist dann allerdings, dass man auf nichts spezialisiert ist. Man hat also keine nennenswerte Strategie entwickelt, um irgendeine pflanzenspezifische Abwehr zu überwinden. Wird also an nichts all dieser Dinge, an denen man fressen kann, besonders viel oder besonders erfolgreich fressen. Und dann gibt es halt das andere Modell, der Spezialist, das wäre jetzt unser Borkenkäfer, der ist nur auf eine einzige Art fixiert und ich habe es in meinem Borkenkäfer-Video, glaube ich, mal angerissen. Der kann ja, nachdem er sich da eingebohrt hat bei der Fichte und festgestellt hat, dass der Fichte nicht gut geht, aus einem Inhaltsstoff der Fichte ein Aggregationspheromon bauen. Das ist eine große Spezialisierung, dass er dann quasi einen Inhaltsstoff der Fichte gegen die Fichte einsetzen kann, sprüht das quasi raus als Nebel und alle anderen Käfer in der Umgebung wissen, oh, bei dieser Fichte gibt es was zu holen, da müssen wir hin, dann kommen sie alle und fressen da dran rum. Das ist halt eine super tolle Spezialisierung. Und durch reinen Zufall ist halt eben der Fichtenborkenkäfer auf die Fichte spezialisiert. Andere Bäume haben auch spezifische Antagonisten. Zum Beispiel der Eichenprozessionsspinner ist auf die Eiche spezialisiert. Die haben halt dann alle irgendeine Besonderheit, die jeweilige spezifische Abwehr des entsprechenden, der entsprechenden Wirtspflanze zu überwinden. Hat den Vorteil, die können eine Abwehr überwinden. Hat den Nachteil, wenn aus irgendwelchen Gründen dieser Wirtspflanze sowieso nicht gut geht, dann ist die Population von diesen Viechern automatisch auch im Keller, weil sie keine alternative Nahrungsquelle haben. Während der Generalist, ja, wenn die Fichte ausfällt, dann mampft er halt Douglasie oder Buche oder Kiefer. Ganz egal, weil der kann ja alles. Aber dafür halt eben alles nicht so gut. Ist so ein bisschen wie im Leben, es gibt den Fachidiot, der in irgendeinem Bereich besonders viel weiß und den Und den Generalisten, der weiß von allem ein bisschen, aber kann nichts richtig. So irgendwo in dem Bereich. Und das ist auch so ein bisschen mit den Käfern, glaube ich, generell ganz gut so zu erklären. Vielleicht, oder doch nicht. Forest Fire Camper. Hey, prima und danke dir vorab. Thema Holunder. Blüht er nicht regelmäßig? Die eine Stelle hatte ich vor einem Jahr gesammelt, komischerweise blüht dieses Jahr nichts mehr. Stimmt, der blüht nicht regelmäßig, ist generell bei allen langlebigen Pflanzen so, dass die nie hundertprozentig jedes Jahr blühen. Manche blühen nur alle 7 Jahre, das gibt es zum Beispiel. Es gibt auch welche, die blühen so circa jedes zweite Jahr, können auch mal 2 Jahre aussetzen, aber es ist generell, manche blühen auch fast jedes Jahr und setzen nur in einzelnen Jahren mal aus. Das hat den Zweck, vermutet man, dass man quasi damit die Käferwelt so ein bisschen überraschen möchte. Weil wenn man jedes Jahr regelmäßig blühen würde, könnte sich die entsprechende Schadkäfer, also da haben wir sie gerade wieder, die Antagonisten-Population, ja jedes Mal auch jedes Jahr drauf einstellen, dass es pünktlich am 3. Juli wieder Holundersirup zu schlürfen gibt. Und um die quasi auszutricksen und gelegentlich mal wieder die Population auf Null runterzusetzen, indem es halt mal in einzelnen Jahren überhaupt keinen Holundersirup in der Gegend zu schlürfen gibt, gibt es dann so Jahre, in denen halt wirklich nichts geht, was Blüte und Ähnliches angeht. Es kommt immer so ein bisschen auf die jeweilige Pflanze an und hat natürlich auch den Nachteil, dass dann auch mit Fortpflanzung nichts ist, weil die sind ja auf die Blüte natürlich auch angewiesen, um sich fortzupflanzen. Gleichzeitig eben hilft es möglicherweise auch diversen Feinden. Das ist halt dann eben so eine Trade-off-Situation. Was machst du? Blühst du oder blühst du nicht? Hat Vor- und Nachteile. Auch bei der Fruchtproduktion ist das natürlich ganz wichtig. Allerdings, wenn geblüht wurde, dann muss auch entsprechend viel Frucht da sein. Eine befruchtete Blüte fängt dann halt eben an, eine Frucht zu bilden. Das kann man dann nicht mehr abschalten als Pflanze. Wenn man geblüht hat und befruchtet worden ist, dann gibt es halt auch ein Resultat.
Und je nachdem werden die dann halt in manchen Jahren dann sehr schnell weggefressen, insbesondere wenn das regelmäßig bei regelmäßiger Fruktifikation und in anderen Jahren dann halt eben weniger. Man könnte sozusagen, es ist so eine Überraschungsstrategie. Hey, dieses Jahr machen wir ganz, 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 ganz viele Früchte. Bei der Buche war das letztes Jahr der Fall. Dieses Jahr gab es ja so gut wie überhaupt keine Bucheckern. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Dafür hatten sie letztes Jahr hatte so enorm viele Bucheckern. Das war quasi so Überraschung. Also was jetzt da ist an Tieren, die Bucheckern fressen, kommt gar nicht hinterher und kann gar nicht alle Bucheckern auffressen, weil es einfach so furchtbar viele sind, dass die quasi davon überrascht worden sind. Wenn sie es gewusst hätten, hätten sie sich vielleicht darauf vorbereiten können. So funktioniert es also auch beim Holunder. Also ich vermute mal, dass das jetzt so einer der Hauptgründe sein wird, was da los ist. So, jetzt muss ich mal einen Schluck trinken. Oh, jetzt habe ich Ameisen am Computer. Naja, die machen ja nichts. Krümeltee. 1,5 Liter. Ich habe vorgesorgt. So, ja, Ameise weggescheucht. Nick. Hoppla. Ist mein Sitzkissen runtergefallen. Und da hinten kommt die Schnecke. Die wollen wir nicht. Stopp, Schnecke entsorgt. Gut. Ja. Der Waldbär. Hallo. Frage 1. Ich habe einmal einen Waldbrand abgeschnitten, am Waldrand eine abgeschnittene Rehpfote entdeckt, die jemand mit einer Schnur in Hüfthöhe an einen Baum aufgehängt hat. Anzeichen für eine Falle konnte ich nicht entdecken. Gibt es eine rationale Erklärung für diese Aktion? Fällt mir keine ein. Es gibt unter den Jägern Zeichen, die die quasi im Walde anbringen, damit ein anderer Jäger diesen Zeichen entsprechend folgen kann. Zum Beispiel, ganz traditionell, um ein krankgeschossenes Stück Wild zu verfolgen. Also der Jäger schießt krank, also verwundet es bloß, es ist nicht tödlich getroffen, es rennt weg. Der Jäger hat zum Beispiel keinen Hund dabei und folgt jetzt, so gut es halt eben geht ohne Hund, der Fährte des Rehs und irgendwann kann er nicht mehr weiter folgen, weil er einen Hund bräuchte. Und den Weg, den er bisher schon gefunden hat, den markiert er dann, indem er sogenannte Brüche benutzt, bestimmte Zweige in einer bestimmten Art und Weise abbricht, um damit halt eben den Weg zu markieren. Und diese Brüche sind zum einen eben als Wegmarkierung gedacht und zum anderen gibt es die auch noch als Brauchtum, um irgendwelchen Traditionen gerecht zu werden. Beispielsweise die letzte Äsung, da kriegt das erlegte Stück Wild, meistens ist es ein Reh, noch ein Zweig von, ich weiß nicht gerade nicht genau was, noch ins Maul als Respekt vorm erlegten Wild. Das ist übrigens, bevor jetzt irgendjemand das komisch findet, solche Traditionen, solche Bräuche, irgendwie dem erlegten Wild Danke zu sagen, dass es jetzt Fleisch zur Verfügung stellt, gibt es in jeder Jägerkultur, also bei den Eskimos, bei den Aborigines und überall sonst auch. Das ist also gar nichts so Seltsames. Ja, aber vielleicht ist es was in der Richtung. Das ist das Einzige, was mir da einfallen könnte. Keine Ahnung. Frage 2. Wenn eine offizielle Person einen Waldläufernachtlager entdeckt, wird dann zwischen Zelt, Tarp oder Biwaksack mit oder ohne Gestänge differenziert oder heißt es von Haus raus aus dem Wald oder ich mach dir Beine? Es gibt ja zum Beispiel Tarpaufbauten, die fast komplett geschlossen und mit Stangen abgestützt werden oder wie schaut es beim niederländischen Biwaksack mit Gestänge aus? Gilt die schon als Mini-Zelt? Ist zwar nicht als gesetzliche Definition bewertet, sondern rein aus dem gesunden Menschenverstand und Lebenserfahrung heraus. Wie würdest du als Förster bzw. deine Kollegen reagieren? Beste Grüße vom Waldbären. Kann man natürlich nicht verallgemeinern, kommt immer auf den individuellen, offiziellen Mensch, offizielle Person hast du geschrieben, genau, an, die sowas entdeckt. Ich persönlich würde alles, was so richtig schön dicht ist und nur noch ein kleines Löchlein hat, also irgendwelche richtig schön geschlossenen Tarpkonstellationen, die mit relativ viel Gestänge und relativ vielen Schnüren abgespannt sind und ganz eindeutig eben keinen großen Durchzug mehr haben. Also du kannst ja auch mit 6 Schnüren irgendwie nur ein Dach in 1 Meter Höhe anbringen und da liegst du drunter. Das ist definitiv kein Zelt, das ist einfach wirklich bloß ein Dach, unter dem du liegst. Die meisten meiner Tarp-Konstellationen sind ja auch sowas, die sind an 3 Seiten offen. Nur eine Seite ist zum Boden gezogen, auf allen anderen Seiten kann es wunderbar reinwehen, beziehungsweise je nachdem, wenn der Wind
Regen von der Seite kommen würde, könnte es auch rein regnen. Ich persönlich bin ja sicher, dass sowas definitiv kein Zelt sein wird. Dieser Biwaksack mit Gestänge, da gibt es ja verschiedene Modelle von, den halte ich schon für ein Mini-Zelt, weil er hat eine Tragekonstellation und ist eine geschlossene Hülle. Würde ich jetzt persönlich als Mini-Zelt ansehen und jemanden, mit dem den ich mit sowas antreffen würde, halt eben darauf hinweisen? Eigentlich nicht. Ich würde wegen sowas natürlich kein Schwein aus dem Wald schmeißen. Und ich weiß, dass das viele meiner Kollegen auch nicht machen würden. Aber eigentlich ist das dann schon ein Zelt. Generell ist eigentlich mehr die Frage, spielt es für die Kollegen eine Rolle, ob jemand im Zelt pennt oder ob er nur eine Plane verwendet. Ist das wirklich relevant? Ist ja im Prinzip relativ Wumpe. Ich persönlich mache da schon einen Unterschied, weil die Leute, die in einem Zelt im Wald übernachten würden, das sind relativ vergleichsweise deutlich mehr auf jeden Fall, als Leute, die sich trauen, ohne eine wirkliche Hülle um sich rum im Wald zu pennen. Das sind nochmal viel weniger, die wirklich nur einfach eine Plane gegen den Regen aufspannen und sonst ungeschützt im Wald rumliegen. Es ist nämlich nicht nur Psychologie, dass so ein Zelt quasi einen gewissen Schutz bildet, sondern auch bei wilden Tieren, auch bei potenziell aggressiven wilden Tieren, hilft ein Zelt, weil die das Ding einfach erstmal als Hindernis wahrnehmen und gar nicht auf die Idee kommen zu vermuten, dass das nur eine quasi nahezu nicht vorhanden dünne Hülle ist. Viele, viele Tiere werden da einfach einen Bogen drum machen und sich nicht weiter für das Ding interessieren oder bestenfalls gucken, was ist das, was ist das? Komisch, komisch, egal, ich gehe weiter. Trifft auch nicht immer zu, aber es ist schon ein gewisser Schutz und von der psychischen Komponente mal ganz zu schweigen. Und ich könnte mir schon vorstellen, also mir persönlich ginge so, wie gesagt, auch das weiß ich wieder von einigen Kollegen, man unterhält sich da ja auch mal ein wenig in die Richtung. Also wenn ich jetzt Kollegen meine, dann meine ich jetzt wirklich richtige Förster. Also als Kollegen bezeichne ich eigentlich jeden, der in irgendeiner Form forstwissenschaftlich oder forstwirtschaftlich irgendwie aktiv ist. Das nur mal schnell zur Erklärung meiner Wortwahl. Gibt auch Kollegen, die das ähnlich sehen, aber es gibt halt eben auch welche, denen Schnurzpiep egal, im Wald pennen ist ihnen egal, solange sie kein Feuer machen und solange kein Müll rumliegt, ob das jetzt ein Zelt ist oder eine Plane oder ein Biwaksack, scheißegal. Aber generell würde ich schon sagen, wenn es an drei Seiten zu ist und nur noch an einer Seite ein bisschen offen, wäre es für mich ein Zelt. Und diese Biwaksäcke, die komplett geschlossenen mit Gestänge, das ist für mich auch ein Zelt. Miniaturzelt, aber ein Zelt. Dann der Johannes Eirich möchte gern wissen, bist du persönlich auch Prepper oder nur Bushcrafter? Also nach den jüngsten Flutereignissen, also was heißt jüngst, die sind ja auch richtig aktuell eigentlich, immer mehr Prepper. Ich habe nur geringfügige Vorräte, also ich habe ja eine komplette Outdoor-Ausrüstung zu Hause rumliegen. Meiner Meinung nach ist auch das ein gewisses Level an Preparedness, was die allermeisten Leute nicht haben. Ich bin also quasi so ein, eher so in die Richtung Bug-Out-Prepper, dass ich dann quasi in einer was auch immer Situation in der Lage wäre, mit meiner Ausrüstung in die Natur abzuhauen und dann eine ganze Weile klarzukommen. Was mir allerdings noch fehlt, was ich jetzt auch wirklich in nächster Zeit vorhabe, dringend nachzuholen, sind nennenswerte Nahrungsmittel, bzw. vor allen Dingen Wasservorräte. Wasservorräte bin ich immer noch so ein bisschen faul, weil ich mir denke, egal in welcher Situation, außer jetzt eine riesige Dürre, die in Deutschland eintreten kann, man kann jede noch so versiffte Dreckbrühe immer noch destillieren und dann ein ganz paar Haferflöckchen zum Beispiel reinschmeißen und hat dann sein Trinkwasser. Deswegen ist Wasservorräte bevorraten. Und jetzt werden einige erfahrene Prepper mir sagen, dass man die trotzdem bevorraten muss, wegen was auch immer. Noch was, wo ich ein bisschen faul bin. Generell all diese ganzen Dinge, mit denen man sich auf irgendwelche schlimmen Ereignisse vorbereitet. Ich finde es zu 70% ist es für mich ein Hobby, weil es mir Spaß macht. Und nur 30% gehe ich so richtig davon aus, dass ich das mal unbedingt brauchen werde. Ich habe das Glück, dass ich auch so wohne, dass ich irgendwie relativ naturkatastrophengeschützt bin. Flut geht ein paar Meter am Haus vorbei. Ich habe alle möglichen Szenarien durchgerechnet. Schlimmstenfalls geht es ums Haus rum. Wir wohnen am Hang. Wir haben ein sehr flacher Hang. Also es ist nicht mit einem Erdrutsch zu rechnen. Nahezu unmöglich. Mit Stauwasser ist auch nicht zu rechnen, weil dafür ist er dann wieder steil genug. Das würde alles abfließen. Und mit Sandsäcken kann man da wirklich einiges erreichen. Da ist dann doch das Haus relativ sicher. Jawohl, ja. Wie dem auch sei,
immer mehr Prepper, ja. Aber ich werde auch dann auf jeden Fall in dem Bereich gewisses Maß an Vorräte haben, ist okay. Wahrscheinlich wird das Maß an zumindest mit 2 Fuhren in den Wald tragbaren Vorräten nicht großartig überschreiten. Und ich sehe auch nicht ein für Monate Zeug zu bunkern, sondern vielleicht für einen oder so. Und wenn ich nach einem Monat noch nicht geschafft habe, im Wald mich so weit zu etablieren, dass ich dann auch nochmal anderweitig ein bisschen was zu essen finde, ja, dann habe ich halt ein Problem. Vielleicht eines Tages lagere ich dann auch mehr Zeug ein, das weiß ich nicht. Das kommt dann darauf an, wie ich dann Lust habe. Beziehungsweise, selbstverständlich kommt es auch nochmal ganz wesentlich darauf an, wie dann die politische Lage gerade so ist. Im Moment, ich will ja über Politik nicht viel reden, allgemeine Politik, Umweltpolitik schon, habe ich jetzt noch nicht das Gefühl, dass es kurz vor Zusammenbruch von allen steht. Ich weiß, einige meiner Zuschauer schon, aber ich bin noch nicht so überzeugt. So schlimm sieht es dann auch noch nicht aus, finde ich. Kann aber durchaus noch dazu kommen. So, Paar B. Hey Ben, bei deinem letzten Video kam mir irgendwie die Frage in den Sinn, wer mehr von einem Hubschrauber gestört wird. A, Ben, B, das gemeine Wild. Vermutlich ich. Andere Frage. Hab mal gehört, dass ein gewisser Anteil bis 20% an speziellen Laubbäumen wie Birke in einem Nadelbestand zu einem höheren wirtschaftlichen Ertrag führen kann. Ist da wirklich was dran und wie kommt das? Besten Dank und schöne Grüße. Ja, das ist natürlich eine sehr, 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 sehr spannende Frage und dazu müsste ich eigentlich mal wieder ein sogenanntes Vorlesungsvideo eigentlich fast schon machen. Wurde in einem sehr, 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 sehr großen Versuch über ganz Mitteleuropa, und wenn ich ganz Mitteleuropa sage, dann meine ich ganz Mitteleuropa, also nicht nur Deutschland, sondern man hat auch noch Frankreich, Polen und Tschechien, glaube ich, mit reingenommen, also wirklich ein riesiges Areal, hat man ganz viele waldwachstumskundliche Versuchsflächen untersucht, auf denen man jeweils Fichte und Buche stehen hatte und hat dann mal geschaut, inwiefern eine gewisse Beimischung von Buche bzw. von Fichte in Buche oder eben Buche in Fichte, also so rum, irgendwie den Zuwachs beeinflusst und hat festgestellt, dass es generell hilfreich ist, in einen Reinbestand ein bisschen was anderes reinzustellen. Und warum das jetzt hilft, den Zuwachs um übrigens bis zu 20%, also bis zu 20% kann der Zuwachs zunehmen und der Anteil an Bäumen, die man da in so einen Reinbestand reinstellen sollte, einer anderen Art, war auch so ungefähr um die 20%. Das hast du hier übrigens auch ganz richtig hingeschrieben. Man könnte fast meinen, du bist vom Fass, vom Fach. Eieiei. Wie dem auch sei. Vermutungen, weshalb das so sein könnte, sind, gerade im Fall von Buche und Fichte, dass die Buche ja ein anderes Wurzelwerk hat als die Fichte und die Buche dann halt unter der Fichte noch wurzeln kann und quasi alles, was an Nährstoffen eingetragen wird, zuerst mal sich die Fichte wegnimmt, was sie braucht. Und dann der Rest, was dann noch unten ankommt, von der Buche aufgenommen wird und im Endeffekt wird nichts verbraucht und es gibt eine optimale Nährstoffausnutzung dessen, was von oben kommt. Soll heißen, es stehen insgesamt mehr Nährstoffe zur Verfügung, ergo insgesamt mehr Zuwachs. Das ist so ein Argument. Ein anderes Argument ist, dass durch das Einmischen einer anderen Baumart die Konkurrenz angeregt wird und die Buche quasi mehr ihrer Ressourcen ins Wachstum steckt, um die Fichte quasi niederzuwachsen. Und damit erreicht man insgesamt natürlich wieder ein höheres Wachstum, beziehungsweise die Fichte, andersrum, mehr ihrer Ressourcen ins Wachstum steckt, um die Buche niederzuwachsen. Dass sie sich quasi ein Wettrennen liefern und weder die Buche noch die Fichte kümmert sich groß darum, irgendwelche Speicherstoffe anzulegen für schlechte Zeiten, besonders viel zu fruktifizieren oder Abwehrstoffe gegen irgendwelche Schadinsekten beispielsweise zu bilden, sondern sie konzentrieren sich halt eben aufs Wachstum. Das ist noch eine andere Theorie, woran das eben liegen könnte, dass dann da mehr gewachsen wird. Neuerdings habe ich auch mal was von einer dritten Theorie gehört, dass da geht es jetzt um diese Nährstoffversorgung von halbtoten oder kranken Bäumen von anderen Bäumen übers Wurzelnetzwerk. Davon habt ihr bestimmt was gehört, das ist mittlerweile ja schon fast populärwissenschaftlich relativ beliebt. Da gibt es auch Theorien, dass es dann daran liegt, dass die Fichte in der Buche besser wächst, weil die Buchen die Fichte dann mitversorgen mit Nährstoffen und damit die Fichte überproportional viel profitieren würde, weil die Fichte dem Buchen nicht unbedingt was zurückgibt.
Aber ob das stimmt, das ist noch reine Spekulation. Da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es ist mir nur gerade spontan eingefallen. Und wenn es mir einfällt, dann sage ich es auch. Aber die Dinger mit der, die eine Sache mit der Wurzel ist auf jeden Fall sicherlich was. Das mit der Konkurrenz ist sicherlich auch was. Aber wie gesagt, an den Gründen, da sind wir noch am Rätseln und am Vermutungen anstellen. Dass es aber soweit ist, so ist, das ist bewiesen. Das ist ziemlich wasserfest. Ich glaube, das ist eine Untersuchung von Pretsch und Spellmann. Auf jeden Fall super kompetente Waldwachstumskunde-Professoren von der TU München und der TU Tharandt, nee, TU Dresden, Abteilung Forstwirtschaft in Tharandt. So, jetzt, Tharandt ist so ein winzig kleines Dörfchen in einem Tal, aber die Wiege der Forstwissenschaft, ja, da kommen wir alle her. Wie dem auch sei, jedenfalls, das war wirklich eine Riesenarbeit und die haben da wirklich was ganz Tolles abgeliefert und das ist absolut wasserdicht. Naja, es führt zu weit, wenn ich da jetzt noch weiter drauf rumreite. Bushcraft Mini. Hi Ben, wirst du mal ein Video machen über 24 Stunden Survival oder Bushcraft-Tour mit wenig Ausrüstung und wenig Essen? Wäre echt interessant, was du in der Zeit alles machst und findest als Nahrung. Ja, das ist in Vorbereitung. Das war eigentlich meine Idee fürs nächste Video. Weshalb ich ja diese Woche eigentlich nur was Kurzes machen wollte. Andererseits, das braucht nicht viel Vorbereitung. Das ist ja eigentlich gerade der Sinn der Sache, dass man sich da nicht vorbereitet. Ich habe da nur teilweise so Sachen, wo ich mir einfach noch nicht mit mir selber im Reinen bin, wie ich das machen soll. Nämlich, wenn man jetzt nur 5 Dinge mitnehmen möchte, ist dann eine Baumarktplane mit Schnur dran nur ein Gegenstand oder müsste man die Schnur eigentlich schon als einen zweiten Gegenstand zählen? Ich bin ja der Meinung, Baumarktplane mit Schnur ist nur ein Gegenstand. Und das Problem ist jetzt folgendes, wenn ich nur 5 Sachen mitnehmen kann, habe ich nichts zum Leuchten. Und wenn ich nichts zum Leuchten habe, seht ihr mich nachts nicht mehr. Und außerdem müsste ich dann die komplette Nacht durchpennen, weil ich nichts Besseres zu tun habe und auch nichts mehr lesen kann und so weiter und so fort. Und dann wird mir langweilig. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich für ein Video stundenlang rumzuliegen und zu langweilen. Und deswegen muss ich noch überlegen, ob ich eine 5 Dinge plus Lampe Geschichte mache. Und dann sehe ich auch nicht so ganz ein, warum das unbedingt 24 Stunden dauern soll, weil tagsüber kann man sich einfach in den Wald hocken und warten, bis dunkel wird. Da muss man überhaupt nichts tun. Klar, man kann natürlich jetzt so spaßenshalber das Ganze als Training verstehen und anfangen, irgendwelches potenziell essbares Zeug zu sammeln und sich vielleicht eine Badewanne bauen und irgendwelches Wasser abkochen, was ohnehin trinkbar gewesen wäre. Und deshalb bin ich dann noch so ein bisschen am Rätseln, wie ich das am blödesten mache. Aber ich hätte echt mal Lust und werde das jetzt in näherer Zukunft auch mal durchführen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwiefern ich das dann wirklich fair mache, im Sinne von, es gibt nichts zu futtern. Vielleicht verstecke ich auch irgendwo im Wald eine Dose Dosenravioli und stelle irgendwo eine Zielscheibe auf und wenn ich schaffe, einen Survivalbogen zu bauen und die Zielscheibe zu treffen, dann gibt es als Belohnung das erlegte Wild eine Dose Dosenravioli. Irgendwie sowas. Ich habe irgendwie nicht so richtig Lust, wirklich einen Tag nichts oder nur ganz wenig zu fressen, weil das ein gutes Video wird. Ich würde da ganz gerne ein bisschen cheaten. Aber andererseits will ich auch nicht cheaten. Wie versteht mein Dilemma? ja. Kannst du was zum neuen Jagdrecht in Baden-Württemberg sagen und zu den Befugnissen von sogenannten Jagdaufsehern? Ja, das neue Jagdrecht in Baden-Württemberg, für unser eins im Wald rumkreuchen, da ist halt relevant, dass es im Prinzip der Jäger, der darf gar nichts mehr zu Nichtjägern und auch zu anderen Jägern nicht. Was er noch darf, ist jagen, aber er darf Menschen im Prinzip überhaupt nichts mehr sagen. Der Jagdaufseher, den es jetzt in Baden-Württemberg noch gibt, das ist, glaube ich, ein Wildtiermanager oder die heißen irgendwie anders, der darf Leute darüber informieren, was es mit dem Wild so auf sich hat. Und im Prinzip war es das dann auch wieder. Also der hat auch keinerlei Recht, irgendjemanden des Waldes zu verweisen oder überhaupt irgendwas mit dem anzustellen, was der nicht möchte. Also der kann auch nicht den Ausweis kontrollieren und gar nichts. Also das ist auf jeden Fall eine radikale Änderung, die meiner Meinung nach vielleicht schon gar schon einen Ticken zu radikal gewesen ist. Also, dass es überhaupt niemanden mehr gibt, der irgendwie auch die anderen Jäger kontrollieren kann, darf. Und es gibt auch wirklich niemanden mehr, der irgendwas gegen Wilderer tun kann, als die Polizei. Also zumindest,
In anderen Bundesländern wird es auch nicht viel anders da ablaufen als in Baden-Württemberg, dass sich dann nur die Polizei drum kümmert. Und im Prinzip ist das auch gut so. Aber es gibt jetzt nicht mal mehr auf dem Papier die Möglichkeit, dass ein Jäger in der Lage sein könnte, also je nachdem was für ein Jäger natürlich, irgendwie mal jemanden zu kontrollieren, ob das nicht vielleicht ein Wilderer ist. Ja, vielleicht ein bisschen zu weit gedacht, also zu liberalisiert das Ganze. Vielleicht. Aber ich bin mir da noch unentschlossen und komme mit mir selber auch nicht ganz ins Reine, was ich davon halte. Andere Änderungen, es gibt überhaupt keine Wildfütterungen mehr. Die sind ja generell umstritten. Sie stehen noch im Bundesjagdgesetz drin. Das ist im Prinzip das Füttern des Wildes zur Hege des Wildes dazugehört. Aber die Länder können das unter sich ausmachen, wie sie das regeln wollen. Und Baden-Württemberg ist, glaube ich, jetzt das einzige Land, das Fütterung komplett verbietet. Es gibt überhaupt keine Fütterung mehr. Das Einzige, was es noch gibt, ist Kirrung, also eine Lockfütterung. Winzige Mengen an Futter. Ist auch genau definiert, wie wenig. Weiß ich gerade nicht auswendig, die man ausbringen darf, um Wildsäue speziell anzulocken und dann halt dann quasi während sie beim angelockt sein, dann beim Suchen nach diesem Futter, was man da versteckt hat, unter irgendwelchen Baumstümpfen und so ähnlichem Zeug zu erlegen. Das ist noch erlaubt, aber das war es dann auch mit Fütterung. Mehr geht nicht mehr. Was ist noch neu? Ah ja, Hunde und Katzen dürfen nicht mehr geschossen werden. Nur noch mit quasi vorherigem Anruf bei der zuständigen Stelle. So, hallo, ich sitze hier im Wald und habe hier einen Hund. Der kaut hier gerade an einem erlegten Reh. Darf ich den jetzt erlegen oder darf ich den jetzt nicht erlegen? Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Wie das in der Praxis genau laufen wird, wird man erst in ein paar Jahren wissen. Noch ist das alles ein bisschen neu. Dass Katzen nicht mehr geschossen werden, finde ich generell gut, weil irgendwelche seltenen, bodenbrütenden Vögel gibt es einfach in der Nähe von Siedlungen so selten, dass es einfach wahnsinnig unwahrscheinlich ist, dass eine Katze wirklich eine Gefährdung für irgendeine Tierart darstellt. In Deutschland, in Australien oder Neuseeland sieht die Sache ganz anders aus, aber das ist natürlich auch ein ganz anderes Terrain. Was gab es noch? Ah so, ja, es gibt eine generelle, das ist vielleicht auch ganz interessant für den Waldbesucher, es gibt eine generelle Schonzeit auf alles. Also es wird überhaupt nicht gejagt in, ich glaube, März und April war es. Ich glaube, es war März und April, es könnte auch April und Mai gewesen sein. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau auswendig. Aber das ist auch neu, ein generelles Jagdruhe gibt es sonst nirgends. Aber von dieser generellen Jagdruhe gibt es auch wieder Ausnahme, Schwarzwild unter bestimmten Bedingungen, wo es halt wirklich eine Plage ist, darf das trotzdem gejagt werden. Aber nur mit hohen Auflagen und so weiter und so fort. Sinn der Aktion ist einfach, dass es dann 2 Monate im Jahr gibt, wo das Wild absolute Ruhe hat und sich ganz in Ruhe um sein Zeug kümmern kann, was es halt so als Wild so tut und keine Nachstellungen von irgendwelchen Jägern fürchten muss. Ich weiß nicht, ob das eine hundertprozentig super tolle Idee gewesen ist. Hintergrund ist einfach, wenn man nicht generell eine Schonzeit auf alles einführt, dann wird trotzdem noch auf irgendwas geschossen und wenn auf irgendwas geschossen wird und wenn es nur Schwarzwild ist, sind alle anderen Tiere auch gestört. Also Sinn des Ganzen ist ja quasi, es findet überhaupt keine Jagd statt, dann haben auch wirklich alle Ruhe. Weil das Reh weiß nicht, dass nur das Schwarzwild geschossen wird, wenn der Jäger auf dem Hansel zockt. Hat ja keinen Kalender, wo es nachlesen kann. Und das sowieso ohnehin weiß es nicht genau, in welchem Bundesland es sich befindet. Ist kompliziert genug zu wissen, wo man gerade Schonzeit und wo nicht und so weiter und so fort. Ja, also es wird sich zeigen. Das muss ich halt jetzt mal bewähren. Es haben viele Experten an dem neuen Jagdgesetz mitgewirkt und es ist auch wirklich revolutionär. Da sind Dinge drin, die dem einen oder anderen sehr sauer aufstoßen und wieder andere ganz, ganz, ganz großartig finden. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Schadet dichter Efeubewuchs am Stamm den Bäumen? Generell am dem Stamm selber nicht. Was passieren kann, wenn es so richtig viel Efeu wird, dann kann natürlich die Blätter des Efeus so viel Schatten werfen auf Blätter des eigentlichen Baumes, dass dem Licht verloren geht. Aber nur das Hochklettern des Efeus sollte eigentlich nicht besonders schlimm sein. Generell kann es auch tatsächlich sein, dass der Efeu dann wirklich so dicht wird, der Efeubewuchs, dass der Stamm in seinem dicken Wachstum gestört wird, des Baums, wo der Efeu drauf sitzt und er dann dadurch tatsächlich irgendwann in den Efeu vielleicht noch einwächst oder den Efeu wegsprengen versucht. Oder da kann es dann mit sehr unwahrscheinlichem Szenario dazu kommen, dass dann irgendeiner von beiden, sagen wir mal, gesundheitliche Schäden davonträgt.
Wäre aber eher selten. Also Efeu ist normalerweise ein relativ harmloser Epiphyt. Epiphyt heißt, sitzt nur drauf. Schadet ansonsten der Pflanze, auf der er drauf sitzt, nicht aktiv. Wenn dann nur halt eben so ein bisschen durch das halt draufsitzen, weil er halt irgendwie stört. Aber anders als eben ein Parasit oder ein Semiparasit, Halbparasit nennt man sie dann auch teilweise, oder Halbschmarotzer, die nehmen der Pflanze irgendwas weg, was die Pflanze eigentlich selber gebrauchen könnte, sei es Zucker oder Wasser. Zum Beispiel die Mistel, die kennt auch jeder, die ist ein Halbschmarotzer, also so ein Semiparasit, wenn man so will, die klaut dem Baum, wo sie drauf ist, das Wasser. Keine Nährstoffe, aber das Wasser. Schaden Wanderer bzw. Mountainbiker den Bäumen, wenn sie über das Wurzelwerk stolpern bzw. fahren? Ganz klar ja, auf jeden Fall. Also jeder Wanderweg, der richtig ausgetreten ist, wo man dann irgendwann auf den blanken Wurzeln langläuft, das nutzt dann die Wurzel Rhizodermis, also die Wurzelrinde, nutzt das dann auch mal irgendwann ab und irgendwann ist sie kaputt, und wenn die Wurzel keine Rinde mehr hat, das gilt genauso wie für jedes andere Teil am Baum auch, dann ist das Ding im Prinzip abgestorben. Also diese Wurzel, alles was da quasi von der Stelle, wo die Rinde fehlt, weiter runter in die Erde führt, ist tot. Da, wenn es noch nicht tot ist, dann ist es bald tot. Gibt es auf jeden Fall keine Chance, dass die Wurzel da noch überlebt. Also ja, je nachdem wie nah der Baum eben am Weg steht, kann es halt dumm laufen und der verliert 45% seines Wurzelwegs eben dadurch, dass da alle möglichen Leute drüber stolpern. Das ist halt so. Man macht sich da in der Regel nicht so viele Gedanken drüber im Forstbereich, weil, wie gesagt, es ist halt so. Macht man sich wirklich so gut wie gar keine Gedanken drüber, stelle ich gerade fest. Gut, wir fällen ja auch dauernd Bäume und bringen die regelmäßig um. Da ist uns jetzt das Leben eines Baumes halt eben nicht so wichtig, wie das vielleicht jetzt Otto Normalwaldbesucher dann empfindet. Mir persönlich sind auch die Individuen im Wald immer nicht so wichtig. Mir geht es eigentlich mehr so um das große Ganze, das Ökosystem, dass der Wald einfach Wald bleibt. Ob da jetzt hier ein Baum stirbt oder da, Tod gehört in ein Ökosystem immer dazu. Das ist eine ganz wesentliche Komponente auch und was ganz Normales. Demzufolge, ja, kann ich deswegen jetzt nicht so ganz traurig sein. Und jetzt muss ich mal den Akku wechseln und nochmal was trinken. Und dann geht's gleich weiter.